Der Dream Bowl Palace in München. 52 Bahnen, 1000 Besucher pro Tag. Und dann das. Feueralarm. Unser Sicherheitssystem meldet eine technische Störung. Wir möchten Sie bitten, das Gebäude unverzüglich und in Ruhe zu verlassen. Auch der Haustechniker weiß nichts Genaues. Die Halle wurde evakuiert aufgrund von einem Feuerwehralarm. Jetzt müssen wir der Ursache erstmal auf den Grund gehen und schauen, was da genau passiert ist. Endlich Entwarnung. Fehlalarm. Aber alle Bahnen haben sich automatisch abgeschaltet. Für die Haustechniker Kai Metzmeier und Martin Axenbeck bedeutet der Zwischenfall Stress. Sie müssen die Bowlinganlage jetzt wieder in Gang bringen. Was wollen wir jetzt machen? Schauen, dass in den Ecken keine Pins stehen geblieben, dadurch, dass die Maschine abrupt stehen geblieben ist, und alle Maschinen wieder anschalten, weil die ausgehen. Bitte einfach an. Ja. Vorne passt alles. Ja. Sind alle wieder drin da vorne? Reingegangen, meinst du? Ja. Endlich, die Gäste in der Halle können wieder weiter bowlen. Aber was war eigentlich der Grund für den Alarm? Chef, passt vorne wieder alles? Was war denn überhaupt genau? Ja, wir haben Küche ausgelöst. Allerdings ein fehlalarmtechnisches Problem an dem Brandmelder. Das heißt, es wird alles funktioniert wieder. Danke euch. Also alles wieder in Ordnung, ja? Ja, soweit passt alles hinten. Alles wieder ruhig, so wie vorher auch. Die Küchentechnik war das Problem. Doch die Ruhe währt nicht lange. Kai muss schon wieder eingreifen. Jetzt ist der Fehler da. Auf Bahn 27 streikt die Maschine, die Pins wieder aufstellen soll. Entschuldigung. Ihr müsst kurz warten beim Spielen. Unser Techniker kümmert sich gleich drum. Wir haben ein Problem mit der Bahn gerade. Ja. Alles klar. Kai muss den Fehler schnell finden. Alle 52 Bahnen sind belegt. Die Gäste können nicht an eine andere wechseln. Der Techniker sucht nach der Stelle, an der sich ein Pin oder Ball verklemmt hat. Da war jetzt hier drinnen ein Pin verklemmt. Diese Pin-Verklemm-Geschichte, die hatten wir jetzt hier im Ballrücklauf, im Ballbeschleuniger selber. Somit können die Bälle dann nicht nach vorne. Fehler beheben ist aber nicht ihre einzige Aufgabe. Am nächsten Morgen werden die Techniker zu Putzfrauen. Die Bahnen müssen täglich gereinigt werden, von täglichen Staub befreit werden und dann im Anschluss natürlich das Öl aufgetragen werden. 1000 Gäste pro Tag hinterlassen viel Dreck. Das Einölen der Bahnen im Anschluss erledigt eine Maschine. Sie fährt ganz automatisch Bahn für Bahn ab. Der Bahnbelag sieht aus wie Holz, ist aber aus Kunststoff. Beim Disco Bowl reflektieren die Bahnen im Schwarzlicht. Die Maschine trägt ein spezielles Öl auf. Perfekte Bedingungen für die Gäste. Das Öl auf den Bahnen bewirkt, dass eine Schutzschicht auf der Bahn ist und der Ball sich besonders bewegt, zum Beispiel Haken macht oder nur geradeaus durchläuft. Der Dream Bowl Palace bietet 52 Bowlingbahnen, Freizeitspaß auf 8000 Quadratmetern. Mittendrin Andreas Hernicek, Bundesligaspieler und Dritter bei der deutschen Juniorenmeisterschaft. Er soll zwei blutigen Anfängern heute die wichtigsten Tricks zeigen. Erste Lektion. Der Anlauf. Man stellt sich also locker hin erstmal. Ich zeige jetzt, wie es geht. Man macht den Arm und Bein auf jeden Fall gleichzeitig beim ersten Schritt, also so. Dann geht beim zweiten Schritt der Ball runter und das ist ungefähr hier. Dann, der dritte Schritt ist am höchsten Punkt und dann kommt der Gleitschritt und einfach nur nach vorne weglassen. Ungefähr verstanden, wie es geht? Ja, das wird schwierig mit der Koordination. Okay, aber ein bisschen weiter vor, erstmal lieber kleinere Schritte machen, dann geht das schon. Und so sieht der Anlauf beim Profi aus. Schritt, 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 Schritt und loslassen. Doch wenn der Hobbybowler sich auf den richtigen Anlauf konzentriert, rollt der Ball völlig daneben. Es waren schon mal vier Schritte, ja. Immerhin schon mal. Bloß habe ich den Eindruck, dass die Kugel... Da ist mir der Ball zu schwer. Aber was probieren wir denn für ein Gewicht ungefähr? 11.
Weil das ging vorher gerade. 11 ist schon sehr, also ich bin ungefähr 14. 11 ist schon sehr leicht eigentlich für einen Mann. Es heißt übrigens Ball, nicht Kugel. Es gibt unterschiedliche Gewichte von 6 bis 15 Pfund. 550 Bälle sind in der Halle im Einsatz. Jetzt probiert es Ira. Ja. Das Problem ist einfach, du gehst eigentlich nur und machst dann das Pendeln. Das muss schon gleichzeitig kommen. Also wirklich, Arme und Fuß gleichzeitig. Fuß- und Handbewegung koordinieren. Zu viel für Ira. Das war nicht so optimal. Du bist ja gerade ein bisschen aus dem Ball rausgerutscht. Also wahrscheinlich ist deine Hand ein bisschen schwitzig. Einfach hier drüber halten, da kommt Luft raus. Dadurch wird die Hand getrocknet und hast wieder besseren Halt in der Ball drin. Aha, okay. Bringt auch ab und zu. Alles klar. Trockene Hände sind wichtig. Die Anfänger machen einen weiteren Fehler. Sie werfen den Bowlingball viel zu hoch. Ihr müsst immer schön in die Knie gehen am letzten Wurf. Das ist ganz wichtig, schön in die Knie, dass ihr auch wirklich weit unten hinkommt. Ja. Oberkörper leicht nach vorne und einfach schön abrollen nach vorne. Also als Übung, dass du das mit dem Abrollen besser hinbekommst, stell dich mich jetzt vorne hin und du versuchst durch die Beine durchzuspielen. Okay, du traust dich was. Ja, bin mutig. Wenn Josef den 5 Kilo schweren Ball jetzt zu hoch wirft, wird's wehtun. Aber er schlägt sich gut. Hey, sehr gut. Hat ja geklappt, aber wie viele Strikes schafft jetzt ein Profi in einem Spiel? Also das ist eigentlich sehr unterschiedlich. So durchschnittlich kann man ungefähr sagen 6 bis 7, aber es hängt dann auch von der Leistung gerade ab. Da müssen Josef und Ira wohl noch eine Weile üben. Besonders voll wird es in der größten Bowlinghalle Europas am Samstagabend beim Disco Bowlen. 1000 Gäste, Lichtshow und Partymusik. Und alle Gäste wollen auch essen. Stress pur für Küchenchef Pascal Wolter. Es kommt neu. Eine Pizza Parma, ein großer Salat, eine Pizza Margherita, ein Cheeseburger. Ein Rinder Carpaccio, ein Double Cheeseburger, ein Dream Bowl Mix. 3 Hamburger, einmal mit Käse, einmal extra Fleisch. Käse, Speck, Käse Jalapenos. 600 Essen verlassen pro Abend die Küche. Die Bestseller? Pommes, Burger, Steaks und riesige Fastfood-Platten. Das ist für 6 Personen gerechnet. Also alle Leute, die 6, die sich nicht entscheiden können, können sich zusammen eine Westernplatte wählen. Mit Spare Ribs, Chicken Wings, Nuggets, Zwiebelringen und. Deftiges Fingerfood ist beliebt bei den Gästen in der Bowlinghalle. Wir verkaufen am Wochenende um die 70 Kilo Fleisch, was hier rausgeht, freitags und samstags. Dazu kommen 5 Tonnen Pommes pro Monat. Trotz Masse gilt, alles muss perfekt sein. Auch wenn es schnell gehen muss. Schicken als nächstes bitte Tisch 105. Ich muss eben ins Restaurant gehen, ich muss oben kochen. Der Chef muss nicht nur die Küche unten im Griff haben. Oben gibt es ein weiteres Restaurant. Hier ist auch ein bisschen andere Qualität als unten, weil wir hier eher frische Küche zubereiten. In wenigen Minuten bereitet der Küchenchef die Gourmet-Gerichte zu, die Gäste oben im Restaurant bestellt haben. Fischrisotto, Steaks und Salat. So, dann fange ich bei dem Herrn an, die Spaghetti Alluvio. Kaum ist oben das Essen serviert, schaut Pascal Wolter seinen Mitarbeitern unten wieder auf die Finger. Nee, nee. Machst du neu bitte schnell. Die verbrannte Pizza verlässt die Küche nicht. Auch technische Probleme löst der Küchenchef selbst. Was denn? Nee, schon wieder. Ja, aufheizen, weil er aus war. Was? Ja, dauert einen Moment. Du musst gucken, dass die Lampe anbleibt. 20 Uhr. Europas größte Bowlinghalle ist voll. Alle 52 Bahnen sind besetzt. Etwa 1000 Gäste wollen jetzt sofort etwas essen. Ich hätte 10 Hamburger im Angebot. Das Geheimnis des Burger-Erfolges in der Bowlinghalle. Das isst jeder und passt einfach dazu. Zum Bowling gehört einfach auch ein Burger dazu. Amerikanische Kultur. In der Küche wird es noch hektischer. Viele essen auf einmal durch die große Halle. Stellen das Essen auf einmal. Das sind unsere Schlagzeiten zwischen 9 und 10. Und da schicken wir einiges an à la carte Essen raus, bis zu 300 in einer Stunde. Das ist immer die Herausforderung, dass alles klappt. Das Essen zeitgleich rausgeht und alles zu einer guten Qualität.
Am Wochenende spielen in Europas größter Bowlinghalle 1000 Gäste an 52 Bahnen. Im Shop verkauft Manuel Mrosek Bowlingbälle. Ja, und was soll das gute Stück jetzt kosten? Also der Gamebreaker liegt momentan bei 159 Euro. Dazu kommt 35 Euro die Bohrung und deine Fingereinsätze bzw. Daumeneinsätze. Dann bist du alles in allem bei 218 Euro, inklusive allem. Manuel Mrosek bohrt bei jedem Ball die Löcher für die Finger ganz individuell, damit er perfekt in der Hand liegt. Einmal da rein bitte. Und ganz locker. Diesmal muss er sich beeilen. Die Kundin möchte in 30 Minuten spielen. Das Bowling anzeichnen, Bälle bohren, ist eine Wissenschaft für sich aufgrund einfach der vielen verschiedenen Kerne, der vielen verschiedenen Oberflächen und der vielen verschiedenen Spieler. Dadurch ist alles sehr individuell und muss einfach vom Profi gemacht werden. Ein falsch gebohrtes Loch würde bedeuten 200 Euro Verlust für Manuel Mrosek. Im Prinzip ist es so, wenn wir hier jetzt einen Fehler machen, dann ist der Ball halt einfach kaputt. Wir müssen ihm einen neuen geben. Je nach Beweglichkeit der Finger entscheidet Manuel Mrosek individuell, wie weit die Löcher auseinander liegen. 4 bis 6 verschiedene Bälle besitzt ein Profi. Florian Wimmer hat noch keinen. Ich suche eine Kugel, eine Bowlingkugel, aber ich habe noch nie selber eine Kugel gehabt und ich habe mit Freunden mal gespielt, aber ich weiß gar nicht, was ich da jetzt brauche. Die schauen für mich alle gleich aus. Bei dem hier zum Beispiel ist mehr Masse im Zentrum, dadurch dreht die Kugel schneller. Mhm. Hier ist mehr Masse außerhalb des Zentrums, dadurch wird die Kugel träger und dreht langsamer. Manuel Mrosek ist selbst Bundesligaspieler. Der Profi führt seinem Kunden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bällen vor. Ich werde jetzt mit den einzelnen Bällen einfach mal in die Ecke werfen, nach rechts. Und dann wirst du da den Unterschied sehen, wie die verschiedenen laufen. Auch für den Laien ist deutlich zu erkennen, Profibälle machen einen Bogen, während sie über die Bahn rollen. Strikes sind dadurch wahrscheinlicher. Bälle für Anfänger rollen ganz gerade. Der Profi benutzt sie, um einzelne Pins abzuräumen, die beim ersten Wurf stehen geblieben sind. Europas größte Bowlinghalle, der Dream Bowl Palace in München. Er bietet nicht nur 52 Bowlingbahnen, hier kann man auch Billard und Minigolf spielen. Billard und Minigolf in einer Bowlinghalle? Taugen die Zusatzangebote auch was? Zwei Experten wollen es testen. Minigolf-Profi Michael Kotzioll und Andreas Huber, Bundesliga-Trainer im Billard. Na also, haben wir schnell gelernt von dir. Ich bin mir sicher, du stellst dich da viel besser an, als ich beim Minigolf spielen. Als erstes nimmt der Billard-Experte den Tisch unter die Lupe. Er wirkt sauber. Wichtig ist aber vor allem, steht er gerade? Die einzige Art zu sehen, ob ein Tisch gerade ist, ist einen Ball auf die Bande zu werfen und laufen zu lassen. Und wenn der jetzt ausläuft, dann sieht man jetzt, fängt er an wegzulaufen. Ne? Der läuft ganz also hängt hier ein bisschen runter. Die Kugel rollt nicht exakt geradeaus. Der Tisch steht also nicht ganz perfekt. Nächster Knackpunkt beim Billard, die Qualität der Kös. Der Fehler, der in allen Kneipen passiert, ist, also man sieht schon, dieser komische, hässliche, blaue Grins da. Der kommt daher, dass sie alle nach Öl bohren. Und da kommt dieser blaue Kranz her. Eigentlich kreidet man nur leicht am Rand, damit der Kö auch dort Grip bekommt. Soll da nicht irgendwie derjenige, der die Dinger hier zur Verfügung stellt, dafür sorgen, dass die schon so ein bisschen in Form gebracht sind? Ja, sollte. Wie sind eigentlich die Kugeln? Sind die in Ordnung? Das sind ganz normale Turnierklassikkugeln. Das sind sogar sehr, sehr hochqualitative Kugeln, ohne Macken, ohne alles. Wirklich gut. Wir spielen aber mit kleineren. Lass uns mal rübergehen. Eine kleine Elf. Ab zum Minigolf. Jetzt ist Minigolf-Profitrainer Michael Kotzioll an der Reihe. Billardspieler Andreas will von ihm wissen, auf was es bei einer Minigolfanlage ankommt. Also es gibt hier mal einen anderen Ball. Mit dem klappt es besser. Okay. Ja. Zweiter Versuch mit Profiball. Er ist weicher und rollt viel besser als der Ball, den man in der Bowlinghalle bekommt. Wunderbar. Obergeil. Ach, das ist ja nur das schlechte Material, warum ich immer abkacke beim Minigolf. Nächster Kritikpunkt des Profis. Kanten auf den Bahnen lassen den Ball nicht ruhig rollen. Da
kommt das hin. Okay. Also kommt hier vorne ins Springen, hebt hier ab, springt in die Welle rein, mhm, ja, und rollt dann einfach nicht mehr ruhig. Der Ball soll eigentlich möglichst ruhig rollen. Wie findest du das sonst, das ganze Ding hier? Ein bisschen dunkel. Minigolf ist ja eine Freiluftsportart. Aha. Ja, und also die Sonne möchte ich schon ganz gern sehen. Man sollte in der größten Bowlinghalle Europas also doch lieber Bowling spielen. Und jetzt noch einmal in 20 Sekunden die spektakulärsten Bilder von Europas größter Bowlinghalle.